Hier präsentieren wir die 5 besten Selbstbräuner-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. St. Tropez Self-Tan Express Bronzing Mousse. St. Tropez ist einer der Spezialisten, wenn es um Selbstbräuner geht. Mit seiner Self-Tan Express Bronzing Mousse in der 200 ml Flasche halten Sie die natürliche Bräune in den Händen. Dabei garantiert der Hersteller ein streifenfreies, gleichmäßiges Ergebnis ebenso wie einen pflegenden Effekt. Tragen Sie auf die gereinigte und getrocknete Haut in kreisenden Bewegungen die safte Mousse auf und stellen Sie sicher, dass Sie auch wirklich alle Hautpartien eingecremt haben. Waschen Sie sich danach gründlich die Hände und lassen Sie die Bronzing Mousse gleichmäßig einziehen. Nummer 4. Dove Derma Spa Body Lotion. Dove ist schon seit vielen Jahren bekannt für milde Pflegeprodukte für die sensitive Haut. Das Ergebnis spricht für sich, eine zarte Bräunung und zugleich eine Pflege für besonders helle bis mittlere Hauttypen. Zum Einsatz kommt eine einzigartige Technologie, die mit den sanften Bräunungswirkstoffen und Celmoisturisers TM punktet. Der Celmoisturisers kombiniert feine Bräunungswirkstoffe, um die Haut mit einer selbstbräunenden Bodylotion zu pflegen. Gleichzeitig versorgt die Lotion die tiefen Hautstrukturen mit Feuchtigkeit und bringt sie zum Strahlen. Auch wenn das Ergebnis sich nicht mit den dunklen Selbstbräunern vergleichen lässt, ist dieses Pflegeprodukt wohl ein guter Einstieg in einen leicht braunen Teint. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. St. Tropez Self-Tan Classic Bronzing Mousse. Die St. Tropez Self-Tan Classic Bronzing Mousse verspricht eine natürliche und klassische Bräune ohne Sonnenbrand. Dabei vermeidet der Hersteller durch die Aromaguard-Duft-Technologie den unangenehmen Selbstbräunungsgeruch und gewährleistet eine schnelle Trocknung, ohne Flecken auf der Kleidung zu hinterlassen. Zunächst reinigen Sie Ihre Haut gründlich und lassen sie vollständig abtrocknen. Danach geben Sie die Bronzing Mousse in kreisenden Bewegungen mit der Hand auf die Haut. Sie sollten beim Auftragen sicherstellen, dass Sie keine Hautpartien auslassen. Danach waschen Sie sich gründlich die Hände, um unangenehme Flecken in den Fingerzwischenräumen zu vermeiden. Nummer 2. Como dünnes Selbstbräunungstücher Naturell und Uniform Color. Die Como dünnes Selbstbräunungstücher Naturell und Uniform Color versorgen die Haut mit einer gleichmäßigen Bräune. Die Tücher bräunen natürlich und können für den gesamten Körper und das Gesicht angewendet werden. Der maximale Bräunungseffekt ist nach 24 Stunden erreicht. Von daher ist es sinnvoll, sich die Zeit zu nehmen, um für eine natürliche Bräunung zu sorgen. Sie orientieren sich an Ihrem Teint und nehmen eine entsprechend passende Färbung ein. Das Auftragen der Bräunung soll die Haut nicht weiter austrocknen. Aus diesem Grund verzichtet Como Dünnes auf Parabene, Parfüm, Allergene und Farbstoffe. Das Pflegeprodukt ist vollkommen ölfrei und eignet sich für Mischhaut, fettige und trockene Haut. In einer Packung sind 8 Selbstbräunungstücher enthalten. Und die Nummer 1 unserer Liste. St. Moritz Self Tanning Mousse Medium. Die St. Moritz Self Tanning Mousse verspricht einen gleichmäßigen, natürlichen Bräunungseffekt für alle Hauttypen. Die Mousse besitzt eine besonders angenehme Konsistenz, die sich fleckenfrei verteilen lässt. Der Hersteller verspricht, dass seine Self Tanning Mousse sofort in die Haut einzieht und keinerlei Wartezeiten anfallen. Vor dem Gebrauch sollten Sie zunächst die Ellenbogen, Gelenke und Füße mit Feuchtigkeitscreme vorbereiten.
Danach cremen Sie den Oberkörper, die Schulterpartien und den Rücken und anschließend die Arme und die Hände ein. Die Mousse kann auch im Gesicht vollständig aufgetragen werden und liefert gleichmäßige Ergebnisse. Nehmen Sie sich Zeit, die Mousse gründlich aufzutragen und lassen Sie keine Hautpartie aus. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.